Der beliebte Mittelmeer-Anrainerstaat Italien ist seit der vergangenen Nacht spurlos verschwunden. Warum das passiert ist und wo sich das Land nun befindet, ist bislang völlig unklar. Den ratlosen Geologen zufolge sei es sauber entlang der ehemaligen Grenzen zu Frankreich, der Schweiz, Österreich und Slowenien abgetrennt. Neben der kontinentalen Landmasse wurden auch die zu Italien gehörenden Inseln Sardinien und Sizilien von der Landkarte getilgt, wohingegen sich das benachbarte französische Korsika nach wie vor an seinem gewohnten Platz befindet. Das plötzliche Verschwinden Italiens hat weitreichende Folgen. So verfügen die bisherigen Binnenstaaten Österreich und die Schweiz nun über eine stattliche Alpensteilküste hin zum Mittelmeer. Beide Länder haben bereits den Aufbau einer ordentlichen Marine sowie einer Fischfangflotte angekündigt. Italien ist bereits das dritte Land, das in diesem Jahr verschwunden ist. Bereits vor einigen Monaten hatten sich Usbekistan und Ruanda einfach in Luft aufgelöst.